Moin moin Leute, hier ist Janis hier und willkommen zurück zur japanischen Version von One Piece Treasure Cruise. Ja, was ist passiert? Ich habe ein Guide gemacht für die, wie ihr das japanische One Piece Treasure Cruise auf dem Handy spielen könnt. Ja, also es ist relativ simpel, nicht schwer. Geht 4 Minuten das Video, zieht euch das rein, guckt wie das gemacht wird und dann installiert euch das. Und addet mich hier drauf, die japanische Freundschaftsadresse steht auch gleich in der Beschreibung drin. Bei japanischen Videos steht die japanische ID drin, bei Global Videos steht die Global ID drin. Also, damit könnt ihr mich dann adden. Ja, also das ist passiert, weil jemand danach gefragt hat, ob ich mal ein Tutorial zur japanischen Version machen kann. Habe ich gesagt, klar, easy, kann ich machen. Und ja, so hat sich das eigentlich ergeben. So, Baratie. Was kann ich darüber erzählen? Auf der Baratie hat Sanji als Koch gearbeitet. Das kann ich euch darüber erzählen. ist einfach eine riesige Küche, riesigen Speisesaal. Relativ einfach das Ganze. Ja, und wir spielen ja jetzt einfach die japanische Version so nebenbei. Also wie gesagt, mein Hauptprojekt ist und bleibt Global. Allein schon wegen meinem Team, was sich mir da aufgebaut hat, wird das immer das Größte sein. Und hier haben wir den Pearl. Habe ich zum Beispiel auf der Global noch nicht. War ich noch nicht so lucky, das droppen zu können. Easy, da hat unser Friend uns schön ausgeholfen. Yeah, nice. Ja, das mag ich auch schon eher an diesen früheren Stages. Da kann man wirklich noch mehr als eine Stage in das Video packen. Nicht wie das gerade bei der globalen Version ist. Da kann man wirklich ein Part von den neuesten maximal machen. Power-Up, Leute, Power-Up. Mr. Snowboarden in der Luft. Wir upgraden dich. Ich habe keine Ahnung, was er kann. Ist von der Bohnenstangeninsel, Extrainsel. Also sollte das gehen. Mal gucken. Aber was ich sonst hier habe, wie gesagt, Miss Wednesday. Also Vivi ist wirklich nice, dass man die jetzt schon, dass ich die jetzt schon bekommen habe. Zu dieser Alarmi kann ich euch wirklich sehr wenig nur zu sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was die kann, beziehungsweise in welchem Zusammenhang die zu der Serie steht. Wie gesagt, erinnert mich eigentlich nur an Alice im Wunderland, die Navi. Und ja, finde ich nice. Kann ja echt nichts gegen sagen. Und ja, am Sonntag ist halt echt kein Video gekommen, weil ich musste echt, ich hatte den ganzen Tag was zu tun. Ich hatte echt keine freie Minute und dann kann ich auch wirklich kein Video raushauen, wenn das echt nicht geht. Wie gesagt, ich versuche halt wirklich jeden Tag was rauszuholen, aber wenn denn das wirklich nicht geht, dann muss ich wirklich mal einen Tag ausgesetzt werden. Aber im Normalfall schaffe ich das immer raus hochzuladen. Und ja, ich würde mal sagen, das geht doch locker und flockig von Gang hier. Worüber könnte ich denn mal reden? Ich könnte natürlich jetzt über die Mobile Phones, also über die Apps, die gerade so in sind, reden. Da haben wir zum Beispiel Doppel A und der ganze Rest von diesem Kram. Für alle, die nicht wissen, was ich meine, ist ein Spiel, wo man einfach die Lücken füllen muss mit kleinen wie Stecknadeln halt. Da sind zum Beispiel 8 Stecknadeln drinne in so einem Kreis und du musst immer in den Zwischenständen eine Stecknadel reintun. Warum finde ich das hirnlos? Soll ich so sagen, warum ich das hirnlos finde? Oder habt ihr schon gecheckt? Es ist wirklich.
Ich sag so, Flappy Bird war da der Einstein dagegen im Spiel, weil das ist echt wirklich. Bei Flappy Bird hattest du wenigstens noch das gute Design im Hintergrund. Die Idee war das erste Mal gut und das hier, wirklich, dieser AA-Kram, ganz anderer Kram, ist wirklich so schlecht. Ja, guck mal, dann machen wir nochmal den hier, dann haben wir den Regenbogen-Gem, dann machen wir noch einen Recruit. Und dann ist die Folge auch vorbei. Ja, aber wie gesagt, wirklich viel habe ich auch nicht mehr zu sagen. Ist jetzt sowieso immer noch der Mittwoch, an dem ich das hier aufnehme. Der Dienstag, nicht der Mittwoch. Das ist wieder ein Tag voraus. Und ja, ich habe allerhand zu tun gerade. Aber wie gesagt, für das Aufnehmen reicht das alle zum Male. Stream, wie gesagt, wird echt schwierig diese Woche. Aber wie gesagt, Samstag oder Sonntag gibt es wie gesagt immer den Stream. Darauf könnt ihr euch verlassen, dass der immer da ist ab 16 Uhr. Denn sonst ist das echt. Das ist echt ein bisschen doof, weil ich werde ja auch Regelmäßigkeit reinbringen. So dass, wenn man dann mal wirklich am Samstag oder Sonntag ein bisschen chillen will, ein bisschen sich was angucken will, dann will ich natürlich auch da sein. Und ich finde auch Samstag bis Sonntag sind so die besten Tage zum Streamen. Weil da ist jeder zu Hause, da kann man sich chillig hinsetzen, die Schule ist vorbei. Und ja, also ich. Das Beste auf meinem Channel wird wahrscheinlich sein, Pirate Warriors 3. Das wird wahrscheinlich ein größeres Let's Play werden. Kann ich euch jetzt schon sagen. Und ich freue mich auch so heftig drauf, wenn das für den PC rauskommt. Das glaubt ihr gar nicht. Das glaubt ihr gar nicht. Wie ich mich darüber freue. Ja. Schöne Sache, schöne Sache. Ich freue mich jetzt auch schon gleich, was wir von dem Rare Recruit bekommen. Ich hoffe ja, was relativ gut ist, auch für den Start hier, was ich auch einsetzen kann, Kosten nicht zu hoch, wie immer, was man sich eigentlich wünscht auf dem Level. G3 Ruffy, wie gesagt, ein Ruffy, der sich eben zu G3 verwandelt, wäre auch nicht schlecht, damit man den schon mal sicher hat für den Anfang, Ballon Ruffy zum Beispiel. Da ist wieder ein Fanplatz, kommt dazu, Level Up, Pirate Level Up. Und ja, dann gehen wir mal zur Taverne mit den 5 Gems. Die Dex-Chance ist immer noch ab. Deshalb würde ich jetzt mal wirklich auf, wie gesagt, Lore haben wir schon. Aber es gibt natürlich genug Dex-Leute und manchmal bekommt man ja auch gar kein Dex-Mager. Also. Sehr nice, Leute, sehr nice. Komm schon. Gold, was Goldenes. Ah, verdammt, das Silbernes. Verdammt wieder. Fuck! V2 Usopp. Fuck. Fuck. Ich. Jesus Christ, ey. Zauber können wir immer noch nicht mit reinnehmen, überzeugt immer noch die Kosten. Aber wie gesagt, unser Lore-Team, es wird immer und immer besser. Obwohl wir natürlich sehr stabilen brauchen, aber trotzdem, irgendwann können wir den auch benutzen. Ja, ich würde mal sagen, das war's, Leute.
Wie gesagt, wie immer, danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis denn, Leute. Danke fürs Angucken. Wenn ihr schon mal dabei seid, geht mal auf meinem Kanal und guckt euch noch andere Videos an. Wenn ihr schon da seid, lasst gleich ein Abo da. Nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben oder einfach mal euren Senf dazu zu geben in den Kommentaren. Guckt mal bei meinen Social Medias vorbei, wenn ihr ein bisschen mehr Informationen über mich bzw. über Neuigkeiten haben wollt. Ich bin Janis Lee und ich wünsche euch einen schönen Tag.